mal ein Video, und zwar soll dieses Video darüber handeln, dass ich für andere die Abonnentenanzahl, also Special, hier berechnen möchte. Und zwar, hier sieht man ein Beispiel, was ich mal gemacht habe. Und da habe ich das hier im Zeitraum von 81 Tagen gemacht. Ich werde in dem Fall mit dir das Ergebnis, also ihr müsst natürlich sagen, wann ihr das Ergebnis haben wollt. Also Mindestzeitraum müsste ich eine Woche nehmen, Maximalzeitraum unbegrenzt. Natürlich, hier habe ich 81 Tage, ist natürlich knapp 3 Monate, ist schon ein bisschen her, wo das ist. Also je weiter, je länger der Zeitraum ist, also je später ihr erfahrt, desto genauer wird der Wert dann auch werden. Ich habe jetzt hier als Beispiel, da ja zum Beispiel von PewDiePie, Gronkh, YouTube bis Malte Schwertfeger runter, habe ich das jeweils immer gemessen, am 6. Juni die Abonnentenanzahl angeschaut. Dann habe ich am 26. August die jeweiligen nochmal angeschaut und dann die Veränderungen in 81 Tagen. Dann erkläre ich auch, wie ich das berechnet habe mit dem Erweitern, wie man das berechnet hat. Also, wie ich das berechne, möchte ich erklären jetzt hier. Und da habe ich jetzt hier einen Durchschnitt pro Tag. Also ich muss natürlich die Zu- oder Abnahme der Abonnenten durch die Anzahl Tage teilen. Das ist, kann man mit einem Rechner ganz einfach machen. Also ich habe hier einen Rechner. Da konnte ich jetzt zum Beispiel hier eingeben, sage ich mal, hier steht 2.712.461 natürlich, so. 2.712.461 geteilt durch 81 Tage. Da kommen diese 33.487 raus, und das ist ja dies hier auch. Und das ist bei den anderen genauso. Dass ich das jeweils immer berechnet habe. Bei dem Tabletop Gamer hatte ich sogar eine kleine Abnahme. 7 Abonnenten weniger. Als in 81 Tagen sind das nur etwa 0,08. Da bin ich mit 2 Nachkommastellen gearbeitet. Und dann habe ich mit diesen Werten, hatte ich sowas nochmal gemacht. Da hatte ich eigentlich nicht weiter berechnet erstmal. Das könnte, aber dies hier so habe ich das berechnet zum Beispiel mit den Daten. Bei Table Tennis Game hatte ich natürlich eine schwankende Anzahl vor. Ja, ich habe mich noch natürlich häufiger erstmal angeschaut. Und Table Tennis Game war ja nahe an den 40.000, 39.918 oder so hatte der gehabt. Und da habe ich ganz viele Daten aufgeschrieben. Und das mit YTT 3.015.000 fehlten, am 26. August, 28 Tage dahin. Und dann das Datum, das konnte ich auch mit dem Rechner berechnen. Ich sag mal, es war, wenn ich das heute machen würde, also nicht 26. August einstellen, sondern 3. Dezember, und da steht da irgendwie, sage ich mal, 100 Tage, muss ich dann so gucken, wie das dann ist hier. So, 13. März 2015, das wären 100 Tage. Und dann würde ich ja hier 100 Tage dazu drauf rechnen. Tage, die stimmen nicht, längst nicht überein. Ich müsste die ja natürlich ändern hier. Aber diese Daten hier könnte ich erstmal lassen. Aber ich könnte die natürlich neu berechnen. Also natürlich würde ich das sonst mal in dem Fall hier machen. Ja, da hatte ich zum Beispiel Juni bis August, August bis Oktober. Da hatte ich zum Beispiel die Abonnentenanzahl noch einmal nachgeschaut. Bei mir hat sich die Zahl in dem Zeitraum noch verdoppelt. Momentan habe ich natürlich nicht mehr so viele Videos, deswegen nimmt es auch im Moment nicht mehr zu. Ich habe jetzt 51 Abonnenten. Aber man sieht hier bei den meisten Zunahmen, außer bei Table Tennis Game, da ist die Abnahme größer geworden. Das heißt, da müsste ich das bei der Berechnung neu gucken. Das muss man natürlich berücksichtigen hier. Bei der Berechnung, deswegen mache ich das normal, aber hier beim dritten. Und damit YTT hat relativ genau gestimmt. In der Woche, wo der 23. September war, hat er die 3 Millionen geknackt. Also, natürlich auf den Tag genau kann ich das nicht wirklich berechnen, aber dieser Tag sollte so, bei einem Monat Abstand sollte es plus minus 3 Tage sein. Also immer ein Zehntel des Zeitraums. Das heißt, wenn ich 100 Tage in die Zukunft gehe, wird das dann plus minus 10 Tage. Und hier ging es sogar bis zu 500 Tage in die Zukunft, das wären 50 Tage. Ungenauigkeit. Da müsste ich also am Tag sonst ein paar Monate später, um die Genauigkeit zu erhöhen, um das
Ergebnis festigen. Aber was jetzt hier steht, ist der nächste hier Schach-TV, 30. Dezember. Das ist in knapp 4 Wochen. Und im Moment hat er irgendwie 4857 Abonnenten. Also die Anzahl hat, die nimmt jetzt immer mehr zu, obwohl der eigentlich jetzt gerade Pause macht, der Schach-TV. Weil der wegen Semester und Studium macht er Pause, aber trotzdem nehmen die Abonnenten zu, aber das werde ich jetzt hier auch berücksichtigen. Tage dahin muss ich nämlich jetzt hier nicht 126 hinschreiben, sondern wie sind sie? Eine, dann müssten dann 27 sind das. 27 Tage sind das noch. Das heißt, ich müsste das morgen machen, damit ich bei allen 100 abziehen könnte. Wenn ich das morgen machen würde, würde ich nämlich überall 100 abziehen können. Also hier eine 100er Stelle. Und dann natürlich die fehlende Anzahl, müssen wir hier schreiben, 4. Dezember 2014, Abo-Special-Anzahl, würde ich bei dem YTT auf 3,5 Millionen erhöhen. Und dann müssen wir natürlich die Anzahl hier auch wieder erhöhen. Oder viel lasse ich bei 40 Millionen, aber daher kann ich das auch berechnen. Und zwar ist das so, ich sag mal, A ist die Abonnentenanzahl vorher. Dann ist das dann zu B. Berechne ich mal A minus B. Das ist dann sozusagen B. Oder mal andersrum kann man sagen. B minus A. Wenn man nicht in den negativen Bereich kommt. B minus A. Das ist gleich X. Und X ist die Abonnentenanzahl, wie hoch die zugenommen hat. Da muss man x durch geteilt durch y rechnen. Ich weiß, die Schrift ist nicht gut. Gleich z. Und z ist die Abonnentenanzahlzunahme am Tag. Die muss man dann mal t rechnen, mal die Anzahl Tage dahin. Dann hat man nämlich dann, wie viel die Abonnenten dann so ist, bis das dann sozusagen an dieser Zahl angekommen ist. Man kann es aber auch anders rechnen. Wenn man sozusagen, wenn man t durch z teilt, also man die Anzahl Tage durch die Zunahme pro Tag teilt, dann kriegt man, nein, die fehlende Anzahl, wenn man die fehlende Anzahl durch die fehlende Anzahl, sag ich mal, man kann es auch so rechnen, f geteilt durch z. Das habe ich hier auch verwendet hier. Und zwar die fehlende Anzahl geteilt durch die Anzahl Tage, Zunahme. Daher kann ich das auch berechnen. Weil dann nämlich kommt T raus. Und das ist dann hier daraus berechnetes Datum ist das T. Und das war erstmal die Formel, die ich dir verwendet habe. Und dann hoffen wir mal, dass das Video euch gefallen hat. Dann zeigt es mir mit einem Liken oder auch kommentieren gerne auch einen geteilten Inhalt. Oder favorisieren. Bis dann und ciao.